Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute packen wir das neue Handy von Chris aus, das Google Pixel 7 Pro. Viel Spaß! Sehr schön verarbeitet. Ich finde das richtig schön, also muss ich sagen. Es ist auch irgendwie kalt. Jo. Fühlt sich voll kalt an, oder? Naja, ist halt Metall. Hm. Ja, aber es ist natürlich relativ dunkel so in der Kamera, aber ja, es sieht auf jeden Fall sehr edel aus, ne? Ja, muss ich sagen. Cool. Schönes Teil. Kommen wir mal kurz noch zu den Specs des Google Pixel 7 Pro. Also wir haben hier ein 6,7 Zoll 120 Hertz AMOLED Display, welches bis Minimum 60 Hertz runterregeln kann. Die Auflösung liegt hier mit QHD Plus bei 1440 x 3120 Pixeln. Ja, zur Helligkeit haben wir hier insgesamt 1000 Nits bei HDR Content und sogar 1500 Nits in der Spitzenhelligkeit. In dem 7 Pro ist ein 5000 mAh Akku verbaut. Wir können das Ganze laden mit entweder Kabel oder Wireless Charging, das Ganze mit 23 Watt und Reverse Charging ist auch möglich. Kommen wir noch zum Speicher. Wir haben hier 128 GB UFS 3.1 Speicher und 12 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher. Glücklicherweise ist hier gleich ein 3,2 Gen 2 USB-C Anschluss an Bord und das Gewicht liegt bei 212 Gramm. Die Leistung bringt hier der Google-eigene Tensor G2 Chip. Laut Chris gibt es bei der alltäglichen Nutzung eigentlich keine Einschränkungen. Es funktioniert alles ganz flüssig und ich selber hatte mal bei ihm auch ein Spiel ausgetestet, was ich selber am Handy spiele. Und das lief insgesamt auch ganz flüssig. Beim Pro-Modell gibt es insgesamt 3 Kameras. Wir fangen als erstes an mit der 50 Megapixel Weitwinkelkamera. Diese hat eine Blende von 1,85. Dann haben wir noch eine 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera mit einer Blende von 2,4 und zuzüglich gibt es noch eine 48 Megapixel Telekamera mit einer Blende von 3,5 und einem 5-fach optischen Zoom. Digital kann man bis zu 30-fach reinzoomen. Und die Selfie-Kamera 10,8 Megapixel mit einer Blende von 2,2. Es sind 1080p und 4K Videoaufnahmen mit 30 und 60 FPS möglich, wobei man mit HDR aber nur in 4K 30 FPS maximal aufnehmen kann. Ja, und die restlichen sonstigen Features, zum Beispiel haben wir hier eine Dual-SIM-Funktion, Stereo-Lautsprecher jeweils einmal unten und in der Hörmuschel integriert, Fingerabdruck im Display, 5G und Bluetooth 5.2. Und jetzt, bevor du irgendwas drückst, musst du mal kurz fühlen. So, und jetzt sind wir hier am Anfang. Merkst du das? Ja, ich höre das. Das ist richtig geil. Wenn einfach Alter. Dieser Ball hier nicht drauf... Das ist geil, ne? Das ist wirklich geil, ja. Okay, dann starten wir mit der Einrichtung. So, fertig. Oh, also die 120 Hertz sind schon mal aktiviert. Ich nicht.
Doch, das war keine Frage. So, das Google Pixel 7 Pro ist jetzt eingerichtet hier. Und ja, es sind natürlich jetzt noch keine Apps installiert und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall sieht es optisch erstmal sehr schön aus, auch mit diesem Hintergrund hier. Und ja, die 120 Hertz sind jetzt schon aktiviert. Die kann man auch direkt merken, aber natürlich kann man die auch nochmal hier einstellen. Das ist auf jeden Fall ein echt geiles Handy, also stylisch. Also zumindest die Ränder sind zwar gebogen, aber ich finde halt, das hat auch nochmal so einen edlen Look eben so. Ja, ich finde das halt auch schön, deswegen habe ich mir gedacht, komm. Digga, man kann es aber nicht einstellen. Genau, Bildschirmauflösung kann man hier auch einstellen, also das ist jetzt auf 1080p, also Full HD Plus eingestellt, aber man kann es auch in QHD Plus einstellen. Und es gibt auch so wie das Smooth Display, wo man dann eben eine Bildwiederholrate von 120 Hertz hat, die ja aber halt eben bis zum Minimum von 60 Hertz geht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr smooth. Wir haben aber jetzt mal noch vor, ja, ein cooles Feature auszutesten, was ich bis jetzt auch noch nicht gesehen habe. Und zwar haben wir hier den Vorteil, wir können den Akku teilen. Also es gibt hier praktisch in dem Handy Reverse Charging. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kopfhörer, die ich hier habe, jetzt hinten drauf legen würde. Ich weiß nicht, ob man das Feature aktivieren muss. So, warte mal. Akku teilen. Das Feature müsste doch bestimmt so heißen, oder? Akku teilen. Ah ja, genau. Akku teilen. Ah ja, Akku teilen ist auch so okay. Akku teilen. Und da kannst du dann hier unten jetzt zum Beispiel noch einstellen, ab wann du das nicht mehr möchtest. Mach mal das Handy mal aus, legen es mal hin. Und jetzt, wenn man nämlich die Nothing Ear One zum Beispiel hinter drauf stellen, dann werden die dadurch auch aufgeladen. Und wir können jetzt das mal kurz mit dem iPhone auf. Willst du, oder? Digga, das ist ja geil, dass es ein Video ist. Es gibt nochmal Klicks. Nee, das musst du drinnen lassen. So, wir testen jetzt auch mal noch ein iPhone aus. Wir haben jetzt nämlich hier gerade random noch ein iPhone 12 hier rumliegen. Das testen wir auch einfach mal aus, legen wir drauf und... So, guck mal, hier geht's jetzt. Mach mal iPhone. Also hier ist jetzt... Thomas iPhone da drauf. Wir haben jetzt nochmal hier so ein QI-Ladedings, Ladegerät. Und wenn wir da jetzt das iPhone drauf tun, dann lädt's. Dann genau. Lädt's. Ja, genau. Aber dein Handy, das hat ja auch Wireless-Charging, ne? Ja, klar. Ah, guck mal, da ist ja auch. Ja, cool. Ja, wenn es Akku teilen hat, muss es ja auch das haben. So, genau. Oh, jetzt hat man sogar gehört. Warte mal. Warte mal, was ist denn... Lol. Ja, guck mal, Akku wird geteilt, steht sogar da. Gib mal den Oschi. Naja, das Ding ist auch gerade nicht an hier. Jetzt geht. Lol. Wie hast du denn das gekriegt? Na, indem ich es angemacht habe. Es geht irgendwie immer wieder aus, wenn man es runter tut. Ach so, wenn es entsperrt ist, geht es ja, gar ja, nicht. Ja, das kann man sicher einstellen. Das war eigentlich voll dumm, sich so eine Powerbank für 800 Euro zu kaufen. Gibt's doch viel billiger. Ach so, ja. Ja, wir wollten als letztes auch noch das Haptic Feedback austesten. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt im Video wird man das wahrscheinlich eh nicht hören, aber der Vorteil ist ja bei den Google-Geräten, dass wir hier ein ja gutes Haptic Feedback haben. Also ich kann jetzt mal kurz was eingeben, ist die Frage, ob man das hört. Ja, jedenfalls ist halt hier der Vorteil, dass man das... Also ich tue jetzt mal kurz hier... Ist auf jeden Fall eine echt coole Sache, so halt wie beim PS5-Controller, das Haptic Feedback. Und ja, ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Und die großen Vorteile vom Google Pixel 7 Pro sind ja auch dann noch die Kameras, die ich ja vorhin schon erzählt habe. Und ja, also hier kann man sehr, sehr viele Einstellungen treffen. Wir können ja auch einfach mal ein Porträt-Foto von Chris machen, während er gähnt. Und... Alter, Maschallah. Verarbeitung. Alter, guck mal, die Verarbeitung läuft, wie lange das einfach dauert. Maschallah, der Hübsche, Digga. Jedenfalls haben wir ja auch eben noch so welche Vorteile, dass man zum Beispiel beim Videomodus ja hier in 4K 60 FPS mit sogar HD, ich glaube HDR geht nur, also 10-Bit HDR-Video, geht ja wahrscheinlich, glaube ich mal, nur bei 30 FPS, also, oder? Auf 60, guck mal. Na genau, also, ach so, okay. Nee, guck, der ist deaktiviert, also 10-Bit HDR-Video kannst du nur machen. Bei 30 FPS. Aber du kannst natürlich auch in 4K mit 60 FPS. Und das auch sogar mit der Frontkamera einfach mal. Alter. So. Alter, das sieht so gut aus. Ja, übelst, ne? Oh, krank. Ich mach jetzt mal ein Bild. Bleib mal so sitzen. Ich will mal ein Bild von Julian machen. So, hier ist das Porträtmodus. Und Alter, das sieht übelst gut aus. Und hier oben bei der Kamera, da sieht man es natürlich ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist es schon echt eine stabile Leistung. Und es gibt natürlich auch noch einen Movie-Video-Modus, wie zum Beispiel auch es bei Apple gibt, also diesen Kinomodus, wo man dann halt hier so verschiedene Bereiche nicht so krass schärfen machen kann. Ja, das ist jetzt nicht so krass, aber immerhin schon auch. Schön, wenn man den und Panorama-Modus gibt es natürlich noch, einen 360-Grad-Foto-Modus, natürlich auch noch einen Bewegungsmodus zum Beispiel, das ist auch eine echt coole Sache. Langzeitbelichtung. Beta. Ja. Action-Foto. Und Action-Foto auch noch.
und einen 80-Modus und der soll ja auch richtig gut sein. Dann war es das erstmal mit diesem Unboxing zum Google Pixel 7 Pro. Wir sehen uns einfach im nächsten Video. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da für dieses richtig coole Handy und dann sehen wir uns und ciao! Tschüss!